Hallo und herzlich willkommen auf Lorena.de. Nun schauen wir uns einige Aufgaben an zu Potenzgesetzen und Wurzelgesetzen. Da haben wir zum einen diesen Bruch, da stehen Zähler a hoch 4, c hoch minus 1, b hoch 11 und den Nenner b hoch minus 1, a hoch 4 und c hoch minus 13. Nun, was können wir hier machen? Wir sehen auf jeden Fall schon mal bei der a, was für a's haben wir. A hoch 4 und hier unten auch a hoch 4. Nun, das kürzt sich natürlich raus. Das heißt, hier steht, das a hoch 4 können wir ins Stein. Und jetzt schauen wir, was wir mit b rausbekommen. B hoch 11 durch b hoch minus 1. Das heißt, ich könnte jetzt auch schreiben, den Zähler kann ich so stehen lassen. B hoch 11, c hoch minus 1. Und jetzt kann ich, um den Nenner in den Zähler zu bringen, kann ich einfach das Vorzeichen in dem Exponenten ändern. Das heißt, das b hoch minus 1 im Nenner wird b hoch 1 im Zähler. Genauso bei c hoch minus 13. Wenn es im Nenner steht, bringen wir es nach oben. Und dann wird das c hoch minus 13 c hoch 13. Genau umgekehrt, wenn man hier c hoch 13 hätte und es nach oben bringen würde, würde man c hoch minus 13 haben. Okay, und jetzt können wir zusammenfassen. Da steht dann da b hoch 11 mal b hoch 1 mal c hoch minus 1 mal c hoch 13. Und b hoch 11 mal b hoch 1. Ja, das ist b hoch 11 plus 1. Schreibe ich mal hin, b hoch 11 plus 1. Und aus c hoch minus 1 mal c hoch 13 ist dann c hoch minus 1 plus 13. Ja, das ist das Potenzgesetz. Man addiert dann die Exponenten. Übrig bleibt dann hier b hoch 11 plus 1 ist b hoch 12. Und c hoch minus 1 plus 13 ist auch 12 Exponenten. Das heißt b hoch 12, c hoch 12. Wenn wir das jetzt noch vereinfachen oder zusammenfassen wollten, können wir auch schreiben in Klammern b mal c hoch 12. Weil ja wieder rückmultipliziert, hätten wir genauso b hoch 12, c hoch 12. Schauen wir uns das zweite Beispiel an. Das ist ein bisschen komplizierter, weil wir hier dann verschiedene Werte haben, die wir jetzt umrechnen müssen, wenn wir einige Wurzeln stehen, die ich dann erstmal in eine Potenz umrechnen wollte. Das heißt, erstmal hier 2 mal x hoch 1,5 können wir so stehen lassen. Weil Wurzel y, was ist Wurzel y umgerechnet in eine Potenz? Ja, das ist ja die zweite Wurzel von y, das heißt in diesem Fall y hoch 1/2. Ja, und y hoch 1/2 können wir auch schreiben als y hoch 0,5. Und hier, die fünfte Wurzel aus z hoch 3. Nun, das ist z hoch 3 hoch 1/5. Und dann dementsprechend z hoch 3 durch 5, also z hoch 3/5. Z hoch 3/5, 3/5 können wir auch umrechnen, das wäre 0,6. Okay, im Nenner steht dann 3 mal z hoch 0 mal y hoch 3,6. Und Wurzel x ist wieder dasselbe Spiel, das heißt hier x hoch 0,5. Und jetzt versuchen wir mal alles auf den Zähler zu bringen. Das heißt, wir schreiben hier erstmal hier 2 Drittel und jetzt alles hier multiplizieren. X hoch 1,5, y hoch 0,5, z hoch 0,6. Und jetzt hier alles, alles nach oben bringen, z hoch 0. Nun z hoch 0, das hätten wir auch weglassen können, das ist 1. Irgendwas mit 0 ist immer 1. Y hoch 3,6 auf die andere Seite nach oben zu bringen, das heißt, ich muss hier y hoch minus 3,6 machen, wenn ich es in Zähler bringen möchte. Und x hoch 0,5 natürlich dementsprechend auch, x hoch minus 0,5. Und jetzt tun wir alles zusammen, was wir haben. X hoch 1,5 mal x hoch minus 0,5, da muss man ja wieder die Exponenten addieren, also 1,5 minus 0,5. Wie sieht es mit y aus? Y noch 0,5 minus 3,6. Und z, wenn wir z haben, nur ein einziges Mal, z noch 0,6. Das rechnen wir jetzt aus, das ist 2 Drittel. X hoch 1,5 minus 0,5 ist x hoch 1, also einfach nur x. Y hoch 0,5 minus 3,6. Das heißt, das ist mal y hoch minus 3,1 und mal z hoch 0,6. Das wäre dann die Lösung dieser Aufgabe. Weiter kann man nicht vereinfachen. Wir können jetzt natürlich wieder die y in den Nenner schreiben. Das wäre dann y hoch plus 3,1, aber das wäre auch nicht so wichtig. Schauen wir uns hier die letzte Aufgabe an. Hier haben wir eine Summe in der Klammer stehen, die wir erst auflösen sollten. Das heißt, hier steht dann c hoch 3. Und nun 2ab minus 1ab, ja, das ist 1ab. Das heißt, hier steht einfach nur mal ab oder 1ab, ist ja genau das gleiche. R hoch 2, c hoch 6, a Quadrat b ins Quadrat. Nun
versuchen wir das Quadrat hier mal aufzulösen. C hoch 3 hoch 2, ja, drittes Potenzgesetz, da multipliziert man, also C hoch 3 mal 2 ist C hoch 6. Und mal AB hoch 2, das wäre entsprechend mal A hoch 2, B hoch 2. Vorsicht, hier jedes mit jedem. A hoch 2, B hoch 2. Unten steht C hoch 6. Und hier A hoch 2 hoch 2, das wäre A hoch 4. Und hier B hoch 2 ist B hoch 2. Wir sehen, C hoch 6 verschwindet. B hoch 2 ebenfalls. Übrig bleibt A hoch 2 durch A hoch 4. Bringen wir die A hoch 4 wieder nach oben. Das heißt, hier steht dann A hoch 2 mal A hoch minus 4. Und jetzt können wir wieder addieren. 2 minus 4 ist A hoch minus 2 also. Man könnte auch schreiben 1 durch A hoch 2. Das ist dann Geschmackssache. Okay, soweit so gut. Das wären die Lösungen zu den Aufgaben. Dankeschön.